Wir sprechen über das seltsame Verschwinden von Bryce Laspisam. Und Achtung, eine kleine Content-Warnung, es geht doch um Suizidabsichten. Als das Handy von Karen Laspisa mitten in der Nacht des 30. August 2013 klingelt, ist sie erleichtert. Ihr Sohn Brian Laspisa ist am anderen Ende, der er versichert, bald zu Hause zu sein. Tage voller Sorgen liegen hinter ihr, aber bald schon kann sie Bryce wieder in ihre Arme schließen. Aber sie weiß nicht, dass das die schlimmste Zeit ihres Lebens wird und die auch noch vor ihr liegt. Bryce Laspisa wächst als einziger Sohn seiner Eltern Karen und Michael auf. Er hat eine sehr gut behütete Kindheit und das Wohl ihres Sohnes steht für seine Eltern immer an erster Stelle. Und schon früh zeigt Bryce großes künstlerisches Talent, deshalb beschließt er sich nach seinem Highschool-Abschluss 2012 im College für Grafik- und Industriedesign Studium einzuschreiben. Er erhält eine Zusage im kalifornischen Rockland, ca. 7 Stunden Autofahrt nördlich seines Elternhauses in Laguna Niguel. Das erste Jahr am College läuft für ihn erfolgreich. Er schreibt gute Noten, er schließt neue Freundschaften, er versteht sich blendend mit seinem Mitbewohner Sean und er kommt mit seiner Kommilitonin Kim zusammen. Und alles scheint, als würde ihm eine aufregende Zeit bevorstehen, bis das zweite Studienjahr beginnt. Die Semesterferien verbringt Bryce bei seinen Eltern. Alles wirkt wie gewohnt, er ist fröhlich und aufgeschlossen, so wie sie es schon immer von ihrem 19-jährigen Sohn kannten. Und 2 Wochen vor Semesterbeginn kehrt er zurück auf den Campus in Rockland, aber schon früh bemerkt sein Umfeld deutliche Wesensveränderungen bei Bryce. Er ist launisch, er fällt schnell aus der Haut und seine Stimmungsschwankungen sind unberechenbar. Der Bryce, der sich fröhlich bei ihnen vor den Ferien noch verabschiedet hat, ist nicht mehr der Bryce, der nun vor ihnen steht. Sein Mitbewohner Sean fällt außerdem auf, dass der 19-Jährige seit seiner Rückkehr extrem viel Alkohol konsumiert. Kein Bier, was er sonst ab und an getrunken hat, sondern täglich eine Flasche hochprozentigen Schnaps. Als Bryce' Eltern das erfahren, sind sie genauso schockiert wie seine Freunde. In der Zeit, in der er bei ihnen war, hat er keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. Und auch Kim und seine anderen Freunde sind zunehmend besorgt um ihn, denn solch Verhalten und die impulsiven Gefühlsschwankungen sind sie von ihm nicht gewohnt. Sie verstehen noch nicht, warum er von einem auf den anderen Tag solche extremen Wesensveränderungen durchmachen kann. Und es ist eine Frage, auf die sie bis heute keine Antwort haben. Am 26. August 2013 beginnt das neue Semester. An diesem Tag hat Bryce ein Webdesign-Seminar. Einen Tag später ruft seine Mutter an und erzählt ihr, wie der erste Tag gelaufen ist. Er wirkt wieder optimistisch und glücklich am Telefon. Aber schon bald wendet sich erneut das Blatt. Bryce will an diesem Abend zusammen mit seinem Mitbewohner Sean Xbox spielen. Um die ganze Nacht wach zu bleiben, bemerkt Sean, dass Bryce mittlerweile nicht nur beim Alkohol geblieben ist. Er nimmt Vyvanse, ein Amphetaminderivat zur Behandlung von ADHS. Das starke Nebenwirkungen hervorrufen kann, vor allem in Verbindung mit Alkohol. Dazu gehören Psychosen, Depressionen und manische Episoden. Sean erzählt Kim von den Medikamenten, die der 19-Jährige mittlerweile nimmt, und ihr gegenüber gesteht Bryce auch, dass er seit einigen Tagen die Pillen nimmt, um wach zu bleiben. Und auch in der Nacht des 27. August ist Bryce Laspisa seit mehr als 24 Stunden wach. In der Nacht schreibt er seiner Freundin eine besorgniserregende SMS. Er macht mit ihr Schluss und schreibt ihr: Ohne mich bist du besser dran. Sein Mitbewohner erhält ebenfalls eine seltsame SMS von Bryce. Er ist plötzlich überschwänglich herzlich und schreibt ihm: Ich liebe dich, Bruder, im Ernst. Du bist die beste Person, die ich je getroffen habe. Du hast meine Seele gerettet. Außerdem verschenkt Bryce an diesem Tag mehrere Sachen von sich an Sean, darunter seine Xbox und Diamantenohrringe seiner Mutter. Ein seltsames Verhalten, was in Anbetracht der Dinge, die in den nächsten Tagen passieren, viele Fragen aufwerfen. Wollte Bryce Laspisa mit seinem alten Leben abschließen? Kim will die abrupte Trennung nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich scheint Bryce gerade in einem akuten psychischen Zustand zu sein, weshalb sie sich noch einmal am 28. August mit ihm treffen will. Und an diesem Abend erhält Bryce' Mutter Karen einen Anruf von ihrem Sohn. Kim habe ihm seinen Autoschlüssel weggenommen. Er sagt,
Sie ist nur sauer, weil ich mit ihr Schluss gemacht habe. Aber das stimmt nicht. Als Karen dann mit Kim spricht, erzählt sie seiner Mutter, dass sie Angst um ihn hat, dass er in diesem psychischen Zustand nicht in der Lage ist, Auto zu fahren. Er ist übermüdet, er hat seit Tagen nicht geschlafen, er steht unter Medikamenten und hat vielleicht wieder getrunken. Und nachdem er nochmal mit seiner Mutter am Telefon spricht, verspricht er ihr, sofort nach Hause zu fahren und sich schlafen zu legen. Und seine Mutter will eigentlich am nächsten Tag gleich zu ihm fahren, aber das lehnt Bryce ab, obwohl er zu ihr am Telefon sagt, dass er mit ihr vieles zu besprechen habe. Um 23.30 Uhr fährt Bryce am Haus von Kim los. Um 1 Uhr in der Nacht vom 28. auf den 29. August erhält Karen erneut einen Anruf von ihrem Sohn, aber sie verpasst ihn und denkt am nächsten Morgen, dass er ihr nur Bescheid geben wollte, dass er in seiner WG angekommen ist. Aber da ist er nicht. Es stellt sich heraus, dass Bryce seit dem Treffen mit Kim nicht wieder zurückgekehrt war und dass der Anruf in der Nacht, circa eine Stunde Fahrzeit, vom Rockland Campus entfernt getätigt wurde. Am nächsten Morgen erhalten Michael und Karen Laspesa einen besorgten Anruf von Bryce Mitbewohner Sean. Der 19-Jährige ist die gesamte Nacht nicht zurück in die Studenten-WG gekommen. Und seine Eltern schicken deshalb Bryce Kreditkartentransaktionen, womit sie auch Glück haben. Sie sehen, dass ihr Sohn Benzin im Wert von $20 gekauft hat. Er ist in Button Willow an einer Tankstelle, circa auf halber Strecke zwischen seinem College und dem Haus seiner Eltern. Also er ist doch noch in der Nacht zu ihnen vielleicht aufgebrochen und die ganze Nacht durchgefahren. Aber Bryce geht nicht an sein Handy. Sie wissen nicht, ob er zurück zum College umgedreht ist und immer noch auf dem Weg zu ihnen ist. Und sie rufen deshalb die Tankstelle an. Aber dort kann ein Mitarbeiter ihnen auch weiterhelfen. Gegen 9 Uhr hatte Bryce bei ihm Benzin gekauft, da er liegen geblieben war. Und auf ihn hat der 19-Jährige einen freundlichen und gut gelaunten Eindruck gemacht. Der Mitarbeiter bietet den Laspesas an, nochmal nachzuschauen, ob Bryce immer noch an diesem Rastplatz steht. Und zur Überraschung des Mitarbeiters sitzt der Student dort immer noch mitten in seinem Wagen. Bryce scheint ebenso überrascht zu sein, dass er den Mitarbeiter Stunden später wieder sieht und vor allem, dass er seine Mutter am Handy hat. Karen und ihr Sohn telefonieren kurz und auf die Frage, was mit ihm los sei, antwortet Bryce nichts. Er verspricht ihr, dass er jetzt losfahren würde und in 3 Stunden bei ihnen wäre. Aber erneut müssen seine Eltern warten. Um 15 Uhr sollte Bryce eigentlich bei ihnen sein. Um 18 Uhr ist er immer noch nicht da. Und Karen und Michael sind mittlerweile in Panik. Sie verstehen nicht, was mit ihrem Sohn ist. Er geht immer noch nicht an sein Telefon. Und am frühen Abend des 29. August schalten sie deshalb die Polizei ein und melden Bryce als vermisst. Da er psychisch instabil ist und unter Drogen oder Alkohol stehen könnte, wird sofort gehandelt und seine Handyortung überprüft. Sein Handy ist immer noch an, wodurch sie innerhalb von wenigen Minuten Bryce orten können. Er sitzt immer noch in seinem Auto in Button Willow. Die Polizei nimmt die Sorgen der Eltern ernst und weiß, dass er vor der Fahrt psychisch auffällig war, aber sie sind verwundert, als ihnen ein freundlicher und völlig normaler Bryce gegenübersteht, der laut eigener Aussage nur mal Dampf ablassen wollte. Er redet klar, sie machen mit ihm einen Reaktionstest, den er ohne Probleme besteht, und sie durchsuchen sein Auto, um nach Medikamenten und Alkohol zu suchen, aber er hat nichts dabei. Als erst als die Polizei ihn dann auf seine Eltern anspricht und warum er nicht zu ihnen fährt oder sich bei ihnen meldet, zeigt er eine Verhaltensänderung. Er wirkt panisch und unruhig und weigert sich, bei ihnen zurückzurufen. Die Polizei akzeptiert aber sein Nein nicht. Sie wählen die Nummer seiner Eltern und geben ihm das Telefon und erneut zeigt er ein merkwürdiges Verhalten, wie die Polizei später bestätigt. Gegenüber seiner Mutter spricht er kühl, distanziert und kurz angebunden, so als sei ihm gar nicht bewusst, in welcher bizarren Situation sie sich gerade befinden und als wäre er ein genervter Teenager, der nicht verstehen kann, dass seine Mutter sich sorgt. Abermals verspricht er auch, sofort loszufahren, abermals hält er sich nicht daran. Und auch der Mitarbeiter der Tankstelle, mit dem Bryce Eltern am Morgen telefoniert haben, lässt dieser seltsame Vorfall nicht los. Am Abend werde er deshalb nochmal nachschauen, ob Bryce mittlerweile losgefahren ist, aber er sitzt immer noch unverändert in seinem Auto.
Er spricht den 19-Jährigen deshalb nochmal an, dass er endlich zu seinen Eltern fahren soll. Außerdem ruft er Karen und Michael das Pisa an und verspricht ihnen, Bryce auf der Autobahn zu folgen. Ja, nachdem Bryce nun mehr als 12 Stunden in Button Willow stand, scheint die Ansage endlich zu wirken. Bryce fährt los und der Tankstellenmitarbeiter verfolgt ihn für circa 10 Meilen. Ihm fällt auch nichts an der Fahrweise des College-Studenten auf und als er auf der Interstate abbiegt, sagt er Bryce Eltern Bescheid, dass ihr Sohn endlich nun auf dem Weg zu ihnen sei. Um 3.25 Uhr soll er laut Navi zu Hause sein, aber dort wird er nie ankommen. Um kurz nach 2 Uhr am 30. August 2013 meldet sich Bryce bei seiner Mutter. Er ist müde, er könne nicht mehr weiterfahren. Zu diesem Zeitpunkt ist Bryce bereits seit mehr als 48 Stunden wach. Seine Eltern sind verzweifelt. Auf der einen Seite wäre es nur noch eine Stunde Fahrt, bis er endlich bei ihnen wäre. Auf der anderen Seite haben sie Angst, dass er übermüdet einen Unfall baut. Er versichert ihnen, dass er nur ein kurzes Nickerchen halten will, um bald wieder weiterzufahren. Spätestens am Morgen sei er bei ihnen. Um 8 Uhr in der Früh klopft es bei der Familie Las Pisa. Vor ihnen steht nicht Bryce, sondern die Polizei. Das Auto ihres Sohnes wurde ganz in der Nähe des Castaic Lakes gefunden. Es muss einen Unfall gegeben haben und das Auto ist eine knappe 8 Meter tiefe Böschung runtergestürzt. Es liegt auf der Seite, die Airbags sind ausgelöst und die Heckscheibe ist kaputt. Aber von Bryce fehlt jede Spur. Und auch in der näheren Umgebung ist er nicht. Stattdessen finden sie sein Portemonnaie, Handy und Laptop und Bankkarten im Wagen. Sie gehen davon aus, dass Bryce durch die Heckscheibe das Auto verlassen hat. Im Innern finden sie nur wenig Blut. Wahrscheinlich jetzt sei er schwer verletzt, aber es gibt auch keine Spur, wohin er gegangen sein könnte. Es ist das zweite Mal innerhalb von 24 Stunden, dass Karen und Michael Las Pisa ihren Sohn als vermisst melden müssen. Es rücken Dutzende Suchkräfte und Freiwillige am Castaic Lake an, um den verschwundenen 19-Jährigen zu suchen. Hubschrauber kreisen um den See, Spürhunde und Taucher sind unterwegs, Boote suchen das Gewässer ab und Suchplakate werden aufgehängt und verteilt. Aber niemand hat Bryce gesehen. Die Untersuchung des Fahrtwegs und der Reifenspuren zeigen, dass Bryce mit hoher Geschwindigkeit auf die Klippe zugefahren ist und nicht abgebremst hat. Die Reifenspur ist gerade, er hat das Fahrzeug unter Kontrolle gehabt und scheint mit voller Absicht den Abhang runterstürzen zu wollen. Vom Punkt, an dem sein Auto runterstürzte, sieht es so aus, als würde direkt der See unter ihm liegen, aber davor ist noch eine kleine Straße, auf der das Auto schließlich aufgeprallt ist. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass er Suizid begehen wollte, doch wo ist er dann hingegangen und warum hat sich sein psychischer Zustand innerhalb von nur wenigen Tagen so drastisch verschlechtert. Die Polizei sichtet die Überwachungsaufnahmen aus der Gegend. Und kurz vor dem Verschwinden von Bryce wird zweimal sein Auto aufgenommen. Um 2.15 Uhr fährt er die Klippe zum See hinauf, 6 Minuten nachdem er mit seiner Mutter telefoniert und ihr gesagt hat, dass er kurz schlafen will. Zunächst geht die Polizei davon aus, dass er das wirklich vorhatte und sich dort eine abgelegene Stelle zum Schlafen gesucht hat, aber damit scheinen sie nicht richtig zu liegen. Um 4.29 Uhr fährt Bryce Las Pisa die exakt selbe Strecke erneut hoch. Wo war er in der Zwischenzeit? Und wie ist er eine Strecke zurückgefahren, auf der es nur eine Möglichkeit zum Fahren gab und er dabei trotzdem nicht von der Kamera aufgenommen wurde? Dass Bryce absichtlich den Abhang runterfiel, scheint eindeutig zu sein. Aber wohin und warum ging er dann? Die Spürhunde verfolgen seine Fährte bis zu einer Raststätte und dort endet sie abrupt. Es ist anzunehmen, dass Bryce dort eine Mitfahrgelegenheit bekommen hat, aber niemand meldet sich, der den 19-Jährigen mitgenommen hat. Am 4. September 2013 meldet dann ein Jogger einen Brand in der Nähe des Castaic Lake. Und dort ist eine Leiche. Und durch die Nähe zum Unfallort denkt die Polizei sofort, dass es sich um Bryce handeln könnte. Eine DNA-Untersuchung des Toten bestätigt allerdings, dass es ein anderer Mann ist. Dass ein Serienmörder in der Gegend unterwegs sein soll, indem er zum Opfer gefallen ist, scheint auch ausgeschlossen. Das verbrannte Opfer und sein Mörder standen in einer Beziehung und er wurde wegen nicht bezahlter Schulden getötet.
Aber was könnte mit Bryceless Pizza passiert sein? Bis heute hat die Polizei keine Antwort auf diese Frage. Bryce' Eltern bestreiten vehement, dass ihr Sohn vorgehabt haben könnte, sich umzubringen. Aber in Internetforen wird viel darüber spekuliert, ob es nicht doch sein könnte, dass sie wichtige Informationen oder psychische Probleme von Bryce vor der Öffentlichkeit und der Polizei zurückhalten. War der Drogenmissbrauch wirklich so überraschend? Oder gab es familiäre Probleme? Schließlich schien es für Bryce eine riesige Hürde gewesen zu sein, zu seinen Eltern zu fahren. Mehr als die Spekulationen gibt es zu Bryce möglichen früheren Problemen nicht. Trotzdem gehen einige in den Foren so weit, seinen Eltern den Mord an Bryce zu unterstellen. Als einzigen Grund dafür führen sie an, dass Karen und Michael nicht sofort zu ihrem Sohn gefahren sind. Eine Beteiligung der Eltern kann die Polizei allerdings ausschließen. Sie waren nachweislich zu Hause. Die Polizei schließt allerdings auch nicht aus, dass Bryce bislang unbemerkt unter psychischen Problemen litt, die sich in den Wochen vor seinem Verschwinden deutlich verstärkt haben. Viele glauben, dass die Einnahme der Medikamente, der Alkoholkonsum und der massive Schlafentzug eine Schizophrenie hervorgerufen haben könnten. Und auch wenn die Tests mit der Polizei gezeigt hatten, dass er klar zu sein scheint. Eine andere Theorie ist, dass sich Bryce beim Aufprall den Kopf gestoßen hat und seitdem an einer retrograden Amnesie leide, bei der er vergessen hat, wer er ist und vielleicht seit Jahren nun auf der Straße lebt. Es könnte zwar nicht ausgeschlossen sein, aber trotzdem begann sein bizarres Verhalten schon lange vor dem Sturz. Andere wiederum vermuten, dass sich Bryce verletzt in den See gestürzt hat, um sich dort schlussendlich umzubringen. Aber sein Körper wurde auch nie bei den Tauchungen entdeckt und die Spürhunde sind einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Dass die sich irren sollten, scheint eher unwahrscheinlich. Immer wieder gibt es auch angebliche Sichtungen von Bryce, die sich dann schlussendlich als Falschmeldungen herausstellen. Jedes Mal reißt es aber für Bryce' Eltern die schmerzhaften Wunden wieder auf, denn ja, sie wollen endlich wissen, wo ihr Sohn ist und was mit ihm passiert ist.